Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Antarktika 88 aus unserer Indie-Horror-Mittwoch-Kategorie. Und die Kacke ist, ich musste hier, war der letzte Savepunkt. Und darum musste ich wieder zurücklaufen und Munition sparen. Wie möglich, aber ja, wurde ein paar Mal erwischt wieder. Ich weiß nicht, wie wir zu dem Savepunkt da durchkommen müssen. Vielleicht rennen wir am besten. Ich probiere es einfach. Das wird scheiße, sonst muss ich das hier zusammenschneiden. Also ich weiß nicht, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass die das in einer Stunde durchhacken. Vielleicht auf leicht, aber ich habe jetzt... Vielleicht bin ich zu doof und man kann das vorher einstellen, aber ich habe keine Einstellung für einen Schwierigkeitsgrad gefunden. Vielleicht haben die das dann rausgenommen, weil die gedacht haben, ey... Das geht zu leicht zu spielen, das Spiel. Aber das ist echt nervig hier. Also es ist ja schon 2 Jahre alt. Gute 2 Jahre. 2,5. Ja, wir probieren es jetzt einfach. Wir legen die Bombe. Wir werden sehen, was läuft. Ansonsten müssen wir durchrennen. Ich renne bis zum Speicherpunkt jetzt durch. Fertig. Wo muss ich lang? Wo bin ich eigentlich? Da bin ich. Einfach immer geradeaus und nach dem großen Hohlraum links. Okay. So, jetzt renne ich durch, komm. Wir rennen. Das ist der große Hohlraum. Ah, fuck. Okay. Scheiße. Kann ich vielleicht noch wegschlagen? Oh, ah, da kommt er, ja, hallo. Jetzt kommen wir drüber, hab ich gehört. Oh, bin ich erschrocken. Alter, jetzt bin ich selber erschrocken. Ich hab Angst, dass es zurückschlägt. Scheiße, jetzt bin ich. Neuner. Alter, doppelt gemobbelt. Ah, das passt. Oh, ich bin. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Die 2 haben wir weg. Scheiße, dass wir die zwischenspeichern können. Safe-Punkt brauchen wir jetzt. Piep, ich bin hier ein bisschen aufgeregt. Ah, oh, scheiße, nein. Alter Scheiße, 3%. Wie geil. F. Boah, fick die Hölle. Na toll. Und hier habe ich natürlich nichts. Können sich die Heilungsdinger nicht respawnen? Das wäre doch mal was. Bums die Hölle. Ich habe den Autospeicherstand wahrscheinlich noch. Ja. Das ist natürlich doof. Ja, klar. Hopp. Schalte ich mal das Spiel raus. Nein. So, mit 3%, wie schaffe ich das hier? Okay, einfach gerade durchlatschen. Rennen und dann hoch.
Das war schon mal gut. Das können wir nochmal speichern. Immer kleine Fortschritte speichern, gell? Nix. Es ist so fies, Alter. Ja, es ist nur so ein großes Vieh, was da rumrennt. Leicht, wenn wir schnell sind. Erwischen die uns nicht. Schön, dass wir einen Bug ausnutzen konnten. Jetzt wird es ein bisschen Horror, weil es doof ist. Scheiße, nochmal gucken, wie wir rennen müssen. Oh, jetzt bin ich hibbelig. Jetzt bin ich hibbelig. Geradeaus. Einfach geradeaus. Und rechts halten. Was geht? Na. Wie willst du das schaffen? Hm? So, wir versuchen uns weiter. Ich habe es schon tausendmal probiert. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ich schneide es einfach zusammen. Alter, das ist nervig. Die Gegner spawnen ständig und du hast entweder nicht genügend Munition oder die hätten wenigstens dann die Health noch spawnen lassen können. Okay, wir machen geradeaus. Wir versuchen mal hier rum zu laufen, dass wir den ausweichen können. Weil ich bin jetzt immer mit denen entgegen, habe versucht vorbeizukommen. Oh, aber das ist doof. Scheiße, ich kann nirgends anders lang. Wir probieren es zum 12. Mal. Lassen Sie mich vorbei. Danke. Boah, fick die Hölle. Oh, speicher das, ich fick, bitte speicher das, Alter. Ja, ja, halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe. Halt die Klappe, halt die Klappe. Mach zu! Ach, Alter. Hier sind noch mehr! Ah, die haben ja Riesenspawn. Scheiße, hab ich ganz vergessen. Es geht! Scheiße, Alter, ich hab's halt gespeichert. Na, was geht? Krieg ich irgendwo in eine Ecke, wo die nicht hochkommen? Nein! Ja, nur wie viele sind denn das? Wo muss ich eigentlich hin, um diesen Dings einzusetzen? Du bist tot. Scheiße. Ah, das ist fies. Da muss ich hin. Scheiße. Schnell, mich ja, man hört mich. Oh ne, ich hab's geschafft, oder? Nee. Boah, fick die Hölle. Alter, war das ein Scheiß, ey. War das ein Scheiß jetzt. Da sind bestimmt 5000 Gegner, aber ihr findet vielleicht Herz oder irgendwas. Fuck, ey. Eine Waffe, eine Waffe. Ach bitte, eine Waffe. Ach ne, leck mich doch. Gewehrmunition. Hilfspaket, Hilfspaket. Ich verkriech mich, Scheiße. Nein. Oh, alter Verwalter. Mensch, fick die Hölle. Es nimmt auf. Oh.
Alter Bumstil. Hab ich mich hier durchgefummelt. Oh. Alter, das ist eine... Also das hätten sie ein bisschen besser auf normal. Also das ist... Das Stück ist echt... Habe die Karte, habe die Karte, habe die Ehre. Alter, wo sind wir denn jetzt hoch? Scheiße. Boah. Jetzt, also das war jetzt ein Thrill. Also ich muss... Vorher habe ich gesagt, okay... Horrormäßig, die Jumpscares, wo ich die Möglichkeiten hätte mit den Zwischenszenen, ne? Aber das war Thrill, mehr Thrill, ein bisschen Horror-Thrill. Aber das war jetzt Thrill pur. Alter, mich hat's jetzt, jetzt hat ich Schiss in der Hose. Dass ich da nicht durchkomme. Und jetzt muss ich sagen, das war jetzt ein bisschen besser ausbalanciert vielleicht, dass man nicht da durchrennen muss, sondern dass man vielleicht Möglichkeiten hat, den auszuweichen. Also alles nicht optimiert, das war jetzt... Jetzt... Ja, war ich ein bisschen, nicht extrem, ein bisschen, sag ich mal, Roland dabei. Noch ein bisschen. Gut, komm, weiter geht's. 30, wir haben mit den 30 Munition und wir sind die ganz am Arsch. Fick die Hölle, wir müssen echt Munition sparen. Uns geht so in die Bombe. Aber kann man den Kopfschüsse oder sowas geben? Ach nee, ist offen. Ich dachte schon. Durch den Zaun durch? Nee. Also wir sind auf dem Berg oben. Okay. Das ist mir ganz cool gemacht, weil es so ein bisschen wie Nintendo 64 damals ist. Okay, wir versuchen jetzt noch ein bisschen Hide. Hide. Also nicht in Hide aus den wilden 70ern, sondern dass wir nicht immer so viel ballern müssen, weil das ist echt... Funkturm. Oh, wir müssen Funk absetzen. Lass uns abholen, ja. Hier sind Schneeschlitten. Und wir haben ja Munition. Ach, komm. Ach, ist wieder der Fall. Also, Leute. Macht mal E statt F und Klima. Tipp. Okay. Das Wechseln so nervig, ehrlich gesagt. Ja, ist gut, 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 gut. Sammeln ja definitiv alles ein. Alter, ist das fies gewesen. Alter Verwaltung. Das wird bestimmt sicher ein Spaß. So, wir hören uns das aber mal an hier. Was uns dieser... Lustige Mensch. Ja, Grafik, also ist ein bisschen blass, die Texturen, also gerade die Menschen. Aber das Ding gibt es ja für Smartphone. Deswegen denke ich mal. Dynamit aufgenommen. Nahm eine Schneemobile Schüssel. Ah! Habe einen Kassettenrekord aufgenommen. Das ist verrückt. Immer besessen im Studium dieser Kreatur und sollen sie zu zerstören. Er erschoss Antonia auf und verwundete mich. Okay. Es scheint, dass er die Standseilbein gebrochen hat. Wenn sie ihn sehen, schießen sie und töten. Ich habe zu viel Blut verloren. Wenn einer von Ihnen diesen Eintrag findet, wissen Sie, müssen Sie meinen Dynamit nehmen und den Eingang zur Höhle und zum Labor mit Proben sprengen. Danach fahren Sie mit einem Schneemobil und evakuieren aus dem Funkturm. Denken Sie daran, dass der Evakuierungscode 117 lautet. Lassen Sie keine einzige Kreatur auf den Kontinent gelangen. Oh! Oh! Oh nee, ich will nicht nochmal zurück. Ach, bums doch die Hölle. Wenn ich ihn saven konnte. Aber Leute, das könnte man aber echt beheben. Aber ich hoffe, das tut Autospeichern. Okay, fick die Hölle, wir müssen nochmal zurück. Und Dynamit an den Sprengturm. Fucking shit. Ah.
Aber ein Hilfspaket. Oh. Das haben wir echt jetzt übersehen, oder was? Okay, wir müssen... Wo müssen wir das anbringen? Okay, ich hoffe, das speichert, wenn wir wieder zurück machen. Automatische Speicherung. I hope so. Denn wir werden natürlich versuchen, das wieder kaputt zu machen. Jetzt hin? Ich will das Ding sprengen. Verdammte Scheiße. Deswegen muss ich da eigentlich hier hoch. Komm schon, komm schon. Ich will den Eingang. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. An dem roten Ding habe ich noch nie probiert, oder? Wir probieren es einfach mal. Wir machen mal Are We Looking for Freedom. Komm. Oh Scheiße. Fahr ich wieder hoch, oder? Kann ich mit dem Ding abhauen? Scheiße, 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 scheiße. Ich kann? Alter, okay. Warte mal. Wenn ich von den Dingern hin und her fahren kann, ne? Kann ich da auch quasi... Oh Gott, ist das wieder laut. Warte, warte, geh mal. Gut. Also, wenn ich mit dem Ding jetzt hin und her fahren kann, der hatte was von Labor gesagt, meint der vielleicht wirklich dieses... Also, erste Level quasi, abgesehen von diesem Prolog, der das Foreshadowing, blablabla, kann ich das da unter Luft jagen? Weil das Spiel hat ja mehrere Enden. Wenn wir jetzt nicht, weil ich habe ein Bild gesehen, da kommt ein Hubschrauber und da ist ein Alien. Und eine Kreatur. Aber das ist doch, passiert doch, wenn ich, nee, alle von nicht, da wollen wir das gute Ende machen. Komm, wir machen jetzt das gute Ende. Ich weiß nicht, vielleicht spiele ich es nochmal, aber dann wird das halt schneller. Zack, 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 zack. Finde ich leicht raus, wie man den Schwierigkeitsgrad einstellt. Aber ich glaube, wir machen das gut. Ich fahre nochmal zurück, oder? Wir machen einen guten Helden. Und wenn wir das getan haben, machen wir dann weiter. Gut, das machen wir jetzt. Komm, auf. Vorsichtig fahren. Hier haben wir gesaved. Dann müssen wir ja wieder zwischensaven. Boah, es ist wieder laut, Leute. Und wieder die netten Viecher. Das hätten sie noch einen Ticken besser machen können. Es ist für ein Indie-Spiel nicht schlecht gemacht. Also, ich will nicht zu sehr meckern. Alter, ist das eine Wappelsteuerung? Ist das eine Wappelsteuerung? Okay, von letztes Mal war Tag, wa? Letztes Mal war Tag, 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 Tacheles, Tag. Oh Gott, hier. Oh Gott, 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 oh Gott. Ach du liebes Bisschen. Ach du meine grüne Neune. Ach du dickes Ei. Ach du Humpel, die Pumpel. Du liebes Bisschen. Hab jetzt was Geiles gesehen von Mark Bundy, der hat mir was gezeigt. Gibt's leider nur auf TikTok. Ich bin jetzt nicht der größte TikTok-Fan. Aber da sagt einer, ich weiß nicht von was, weil ich habe wahrscheinlich eine Challenge. Aber sagt immer, wenn du Markus heißt. Und das kann man sich schon verbinden. Mit allem. Beispiel, der Klaus liebt es, wenn man sich richtig einscheißt. Aber nur, wenn du Markus heißt. Egal, muss man sehen. Sorry. Vielleicht kennt ihr das ja schon. Wir saven. Wir saven zur Sicherheit. Mann, ich drücke immer eh. Leute, macht mal eh. Hm? Warte mal. Ich muss ja eigentlich ins zurück, wa? Nee, yep. Nie F. Das ist doof. Ist alles wieder leer. Warum kann... Na gut, das ist logisch, dass nie respawn, aber die Alien respawn. Könnte man... Oder dass sie weniger respawn, nicht so viele. Also das war echt heute eine hippelige Angelegenheit. Sag ich euch. Gut, erfolgreich gesaved. Wir sprengen ja noch den Dings in die Luft. Ich muss ein bisschen was rausschneiden, weil ich das ein paar Mal versucht habe. Ich hoffe, die Länge der Folge passt jetzt. Dass wir jetzt so bei 15 Minuten sind.
oder so. Das wäre ganz knorke. Wir müssten ja gesaved werden. Mal gucken, wo wir das Ding anbringen können. An die Tür, hat er, glaube ich, gesagt, ne? On the door, please. Put it on the door now. Wahrscheinlich, die das gespielt haben, sie wahrscheinlich nur schnell durchgeballert. Ich denke mal, wenn man... Ach, scheiße. Ich denke mal... Es ist doof, dass man nicht rückwärts gucken kann. Ich denke mal, wenn man weiß, wo die Aliens dann sind, dann kann man das schnell durchspielen. Vielleicht gab es auch früher einen Schwierigkeitsgrad. Okay, das war doof. Sehr gut. Vielleicht gab es früher auch mal einen Schwierigkeitsgrad einzustellen und vielleicht war das vielleicht zu easy und da haben die vielleicht gemacht, wenn du immer durchgespielt hast, kannst du den Schwierigkeitsgrad einstellen oder so. Vielleicht war das so. Man weiß es nicht. Leute, ich will das in die Luft springen. Vielleicht karte ich ein bisschen was, wenn es zu lange dauert. Ne? Aber ihr wollt ja ein bisschen Really Feeling haben. Deswegen will ich nicht zu viel karten. Klar, wenn hier irgendwas gibt, und manche Quests, wo man einfach nicht drauf kommt manchmal. Gerade wenn ihr ein bisschen Doom 64 verfolgt habt. Ja? Boah, fick die Hölle. Boah, das ist klar. Weil da haben sie ja mit Absicht Dinge versteckt, wo man erst tausendmal probieren muss, bevor man auf diese Scheiße kommt. Gelle? Aber damals wurden die Spiele so in Länge gezogen, nicht mit coolen Quests, weil früher gab es nur die Mechanik. Hey, du brauchst einen Schlüssel dafür, dann such den Schlüssel mal da. Hey, mach mal den Schalter an, aber der ist versteckt. Stehse. Stehse, okay, vielleicht gibt's was. Nee. Ich muss nicht irgendwo reinfallen. Labor. Okay, das saved hier, das ist gut. Dann rennen wir schnell wie möglich. Okay, es ist Nacht. Ey, wir haben noch nicht... na, hallo. Was geht denn? Ich versuche mal so schnell wie möglich. Scheiße. Ah! Wo kann ich die Bombe anbringen? Geht doch. Ja, hier muss ich mich verteidigen, aber wo kann... Wieder an so einem scheiß Behälter, oder? Wieder an so einem scheiß Behälter, würde ich sagen. Und wir werden hier mal absaven. Zur Sicherheit. Obwohl, wenn wir rauskommen, haben wir bestimmt irgendwo gespeichert, oder? Wenn man besser ist. Alter Verwalter, also jetzt wird's nochmal ein bisschen tricky, figgy, Entschuldigung. Hier muss doch ein scheiß Computer sein. Stirb, du Mistvieh. Weil kein Computer, war doch irgendwas zum Absaven, oder? Jetzt renne ich extra nochmal hoch und hier ist kein Computer. Verschwende einen Haufen Muni. Echt jetzt?
oder? Bin ich total bescheuert? Bin ich jetzt an dem vorbeigelatscht? Ach, ich Rindvieh, nee, oder? Echt jetzt? Warte mal. Wir gehen auf den automatischen Speicherpunkt. Nee, komm, ich mach weiter. Dann ist es Herausforderung. Dann ist es Herausforderung. Komm. Scheiß drauf jetzt. Leg mich an der Bub. Kann ich das Ding da nur nehmen? Nee. Ach scheiße, ich dachte, ich hab da einen Schlüssel. Warum kann ich denn das nicht nehmen? Ich find das doof. Ich will das nehmen. Was zur... Не подходи. Все слишком далеко зашло. Я не позволю тебе уничтожить все мои труды. Alter, ist das eine... Das ist eine Kehrtwendung. Boah, jetzt bin ich erschrocken. Muss ich den jetzt umbringen? Krasomat, Krasomat. Okay, fuck, warte mal. Wir müssen es doch nochmal laden. Dass wenn ich lade, dass die ganzen Monster wieder da sind, ist ein bisschen doof. Nur ein bisschen. Ich versuche mal mit Hide. Kommen sie alle rein? Okay. Ja, es geht. Aber jetzt hat er mich erwischt. Bah. Will ich noch laden? Oh. Alter. Meine Fresse. Oh, das wird eine lange Folge. Okay, wir müssen den Typen erschießen. Fertig. Leck mich an der Bub, dann erschießt man halt. Ist das jetzt? Das ist doch nicht mein Vater, oder? Nee. Der hat doch extra meine Mütze aufgehabt, oder? Okay, du musst sterben. Was? Wo ist die Immobilie? Scheiße. Scheiße, schnell weg, 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 schnell weg. Ja, ne, haben wir gesaved. Gut, das haben wir aber geschafft. Ich würde sagen, das war deine schöne Schnittarbeit von mir dann. War ja doch nur ganz spannend. Und jetzt hat es ein bisschen Thrill gekriegt. Das ist zwar immer doof, dass die immer auch nach dem Saven respawnen. Das finde ich ein bisschen doof. Ehrlich gesagt, wenn man vielleicht rückkehrt aus dem Level, okay. Aber nicht, wenn man im Speicherstand lädt. Naja, egal. In einer Stunde durchgespielt. Vielleicht gab es da früher mal einen... Einstellungsmöglichkeit, Entschuldigung. Oder ich bin einfach zu doof und hab's nie gefunden. Egal, Leute, es wird sonst zu lang. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten sagt der Michael Cooper. Ciao, Willi.